Macho, hast zwar nicht gefragt, aber ich heiße Schrottbot. Nur falls es dich interessiert, ich wär's ja. Schön, dich kennenzulernen, Schrottbot. Das ist Kit. Hallo. Kit? Also, wozu brauchen wir zwei das Tison? Wir, wollen in eine andere Dimension, um dort die Rubion-Schmiede zu nutzen. Wir haben eine hier. Läuft leider schon ewig nicht mehr. Hat immer tolle Quadrate gemacht. Zugriffsarm so etwas wie eine Art Schlüssel? Mit Schlüssel meinst du leicht und sicher Knöpfe zu drücken, dann ja. Was? Tison, oho! Gleich da vorne ist ein Aufzug, der uns zu einem von diesen hübschen, leuchtenden Kristall bringt. Was ist das? Das ist Safti. Mein bester Freund. Manchmal will er mich umbringen, aber er kann toll zuhören. Er will dich töten? Wenn ihr auch Freunde werdet, könnt ihr ihn Säftchen nennen. Oder Saftini. Oder SAF. Oh, ein schöner Spitzname. Zugriffsarm, er funktioniert nicht mehr. Er ist nur noch ein Arm. Was für ein Unsinn ist. Oh, nein, der Strom ist aus. Wir müssen ihn einfach wieder einschalten. Überlass das uns, Schrottbot. Okay, ich bleibe hier unten und sehe zu. Hey, Leute, ist es hier gruselig, oder was? Die Amöboiden haben uns gefunden. Und haben Hunger.
los geht's. Red Jerry, hast du vor, den Aufzug zu betreten? Ja. Jetzt vielleicht? Verspielt? Sonst schlendert er nur durch die Station und macht sein Ding. Aber euch scheint er aktiv zu jagen. Ich bin neidisch. Da ist es, mein Lieblings-Bison der ganzen Station. Es funkelt so herrlich, wenn man es 6 Stunden lang anstarrt. Tja, dann heißt es jetzt wohl lebewohl. Danke für all die Hilfe, Schrottbot. War mir ein Vergnügen, Rara und Kitty. Noch eine Dimension? Ja, sehr witzig, sagt George Bot. Er soll morgen lieber auf der Hut sein. Die Rubion-Schmiede müsste da vorne sein. Was machst du denn hier? Ist eine ganz witzige Geschichte. Rede ich mit dir? Nein, du redest mit mir. Hier ist alles abgeriegelt. Wie seid du und dein Ross hier reingekommen? Ich inspiziere eure Anlage, weil sie so weiß ist. Und orange. Ich bin nämlich Innendekorateurin. Erster Klasse. Der Imperator wollte eine Umgestaltung. Als Überraschung für dich und dein Team. Und jetzt hast du es ruiniert. Das würde ich dem Imperator nie antun. Bitte, kommt rein und betrachtet meinen Speicher als gelöscht. Sehr clever, Dekorateurin Kit. Was machen wir jetzt? Wenn wir mit den Forschern plaudern, legt sich ihr Misstrauen vielleicht. Oder wir gehen direkt zur Schmiedesteuerung und bauen den Dimensionator. Die Schmiede scheint von der Plattform da oben aus gesteuert zu werden. Ob dem Imperator die Karte nicht gefallen, hat sie doch selbst aufgesucht. Es war unglaublich. Wir
Baupläne hochgeladen. Schauen wir mal. Mhm. Verstehe. Improvisierst du gerade? Komm schon. Wir haben die Schmiede nur mit Hilfsstrom betrieben? Der Hauptstromschalter ist genau da. Ah, war nur ein Belastungstest. Mal sehen. Ja, alles zerbricht. Völlig korrekt. Nicht sie weg hier bevor. Ergreift diese Scharlatane! Hallo, Eindringlinge! Wir eskortieren heute den Biologieflügel. Ihr wärt perfekt für unsere unethischen Wissenschaftsexperimente! Wieso ging die Schmiede nicht? Die Energie war wohl zu niedrig. Aber der andere Knopf sah nicht richtig aus. Du wolltest doch nicht improvisieren. Tu ich nicht. Ich handle intuitiv. Überall Security. Wir müssen hier raus. Was ist mit dem Dimensionator? Uns fällt schon was ein. Raum ist nichts. Wir müssen weiter. Innendekorateure? Wie konntet ihr nur auf so eine dämliche... Sie hatten nicht einmal Ausweise dabei! Dieser Lombax muss sofort gefunden werden! Wenn er mit dem Sieg noch bei... Oh, die Eindringlinge leben noch. Das waren nicht die letzten. Wir brauchen einen Fluchtweg. Und wenn wir Blizzon nehmen? Gute Idee. Eine Monsterdimension wirkt gerade ziemlich verlockend. Das ist unser Ausweg. Alles klar.
der letzte gewesen sein. In dieser Dimension ist noch eine. Vielleicht bekommen wir sie wieder in Gang. Ah, Reg, Kitty? Schrottbot, was ist nötig, damit deine Rubion-Schmiede wieder läuft? Ja, das ist das Energieproblem. Und ohne Energie hat irgendein fieses Virus das System infiziert. Es läuft erst wieder, wenn es gereinigt ist. Ich glaube, dafür habe ich genau die richtige Freundin. Du hast freie Hand, Glitch. Spielzeit! Moment. In dieser Dimension sind auch Viren? Eine Nuklearimpulsaufrüstung? Jetzt fliegen sie auch noch? Na und? Sie werden treu!
dein Glück weiter anhält. Ist das das Virus? Jemand muss sie stoppen, bevor sie sich noch weiterentwickeln. Aber das ist hier kein Problem. Die Rubionschmiede ist jetzt wieder sauber. Also kannst du übernehmen, Ratchet. Ich wusste, du schaffst das, Glitch. Danke. Gut gemacht, Ratcho. Du kannst die Schmiede anschalten. Wie machen wir das? Ah, indem ihr die Energiequelle findet. Zuletzt habe ich sie die Treppe runter hinter der Druckschleuse gesehen. Aber unter uns, es ist etwas gruselig da unten. Heftige Tür. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hält uns der Schrottbot zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas Blizzon. In der die gesamte Station nach uns sucht, immer verlockender. Wenigstens ist dort das Licht an. Was höre ich denn da? Lauf einfach weiter! Ratchet, ich kann nirgends Blizzon sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Und wenn wir den Kabeln über uns folgen, vielleicht lässt sich das Schloss abschalten. Du hast bestimmt recht. Diesmal. Biogefahr entdeckt. Hä? Amöboiden! Nicht schon wieder! Was ist mit dem Licht?
Da ist er! Das ist etwas beunruhigend. Protokoll. Interessant. Nährsperre entrippelt. Spiele Stationsprotokoll weiter ab. Komm her! Da hinter dem Riff. Ich habe ihn gerade herumspielen sehen und da, seht ihr ihn? Wie kann er so umschwimmen? Ist das ein Hallo? Wartet, was macht ihr denn da? Ihr tut ihm weh! Stopp! Hört sofort damit auf! Stopp! Das war der Schrottbot? Und ich dachte, er redet von Safti. Nichts wie raus hier! Das Schloss wird per Goldkurbel gesteuert.
Raum wurde wohl länger nicht mehr aufgerüstet. Stichwort. Fast geschafft. Wie kommt er so schnell hierher? Hier sind überall Luftschächte. Okay. Wenn ich Blizzon wäre, wo wäre ich wohl? Funktioniert mein Sauerstofffilter noch. Habe ich Jahre nicht gebraucht. Ratchet, ich habe darüber nachgedacht, was du vorhin über die Lombaxe gesagt hast. Dass du dein schönes Leben riskierst. Ich mochte mein Leben auf Savali auch. Es war friedlich. Still. Sogar heiter. Und als du mein Partner werden wolltest, wollte ich auch nichts riskieren. Aber jetzt bin ich froh. Danke, Kid. Das bedeutet mir viel. Aber ich weiß nicht, ob... Ist schon gut. Jetzt kann ich diejenige sein, die an dich glaubt. Willkommen bei Miss Zircon. Braucht ihr zwei neue Ausrüstung? Ich habe einen besonderen Rabatt bei 100 Faden. Miss Zircon? Was machst du denn hier? Wenn Zircon Junior existenzielle Ökonomie an der Bourgogne-Universität studieren möchte, dann werde ich dafür sorgen, dass wir uns das leisten können. Der Anblick gefällt mir sehr.
die Aufrüstung hast du doch schon. Gönn dir eine Aufrüstung. Du hast sie verdient. Starkes Magnetfeld. Die Energiequelle muss in der Nähe sein. Unmöglich! Dekorateure sind... Ich hab die Dekorateure gefunden! Wir werden eine andere Energiequelle, wenn wir so lange überleben.
kommen in Frieden, großer. Klingt das Fauchen erfreut oder wütend? Schnappt euch jene die Quelle. Hoffnung stand heute nicht auf ihrem Zeitplan. Er hilft uns. Mann, da bin ich. Oh, froh. Wir bekommen Gesellschaft, Safti. Falls du mich überhaupt verstehst. Schütze, was? Oh, die sind ja wirklich schwer. Du weißt nicht zufällig, wie man die Rubion-Schmiede sonst noch hochfahren kann, oder? Will er, dass wir ihm folgen? Das Blison. Er will mit uns kommen. Überall ist es besser als hier. Vielleicht kann er uns ja doch bei der Schmiede helfen. Bist du noch bei uns, Safti? Na los, die Rubion-Schmiede ist oben. Komm schon, Seth. Ich bin's nur, der gute alte Esmi. Hat's geklappt? Ja, wir haben's geschafft, Kid. Du bist ein guter Partner. Neue Freunde sind großartig.